Liebe Bettburgerinnen, liebe Bettburger, heute ist der 20. Januar 2022. Ich melde mich mal wieder mit einem Corona-Update. Die Zahl des Tages für die Stadt Bettburg ist die 164. Das ist der Stand gestern Abend. Und unsere 7-Tage-Inzidenz liegt bei 551. Wir haben also innerhalb von einer guten Woche eine Verdreifachung der Corona-Infektionen in unserer Stadt. Das ist natürlich auch der Omikron-Variante geschuldet. Das heißt aber auch, wenn das nicht immer so weitergehen soll, müssen wir weitere Maßnahmen treffen. Und das tun wir auch. Wir hören beispielsweise auf den Wunsch der Elternschaft, dass wir an den städtischen Kitas nunmehr auch planen, die Lolli-Tests einzuführen. Das heißt verbindliche Tests, die dort dann in den Gruppen sozusagen jeden Tag durchgeführt werden. Und wenn wir dort positive Fälle haben, gibt es nochmal eine Konkretisierung durch einen PCR-Test, der dann von den Eltern zu Hause nochmal durchgeführt wird. So versuchen wir, einen Prozess aufzuhalten, den wir ganz klar in unserer Statistik sehen können. Denn im Moment ist es so, dass ein Großteil der Infektionen tatsächlich ausgelöst wird durch eine erhöhte Verbreitung unter Kinder und Jugendlichen. Die tragen es dann in die Familien rein. Und wenn man da dann nicht aufpasst und am falschen Tag die Oma zu Besuch kommt, haben wir plötzlich eine Kette in Gang gesetzt, die eigentlich wir seit 2 Jahren versuchen zu durchbrechen. Wir müssen uns also noch ein bisschen anstrengen. Wir wollen aber auch nicht blind in diese Lolli-Tests reinlaufen, weil die auch zur Folge haben können, dass wir relativ kurzfristig, nämlich dann in einem Zeitraum zwischen 6 und 8 Uhr morgens, muss dann die Entscheidung getroffen werden, eine Kita schließen. Das würde wiederum für die Elternschaft zu einer großen Herausforderung werden. Das ist uns klar, aber in so einer Pandemie am Ende auch nicht zu vermeiden. Wir möchten aber auch dafür sorgen, dass wir dann bis morgens verbindliche Ergebnisse haben. Und das ist im Moment ein Problem. Denn die Laborkapazitäten sind durch die verpflichtenden Schultests, die wir haben und insgesamt zunehmende Testhäufigkeit aufgrund der erhöhten Infektionslage sehr ausgereizt. Und deswegen hat die Bundesregierung und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach beschlossen, am Wochenende sich Gedanken zu machen über eine Priorisierung, eine vorgeschriebene. Und ich hoffe, dass ein Hauptaugenmerk in dieser Priorisierung auf die kritische Infrastruktur und auch auf unsere Schulen und Kitas fällt, damit das, was ich eben gesagt habe, eben dann am Ende eben durchbrochen werden kann. Wir warten jetzt diese Priorisierung ab und entscheiden dann, wann wir die Lolli-Tests konkret einführen, damit das am Ende eben ein hilfreiches Instrument ist und nicht zu einer Verschlimmbesserung der Situation führt. Auch in unserer Stadtverwaltung merken wir, dass Omikron einfach zu mehr Infektionen führt, haben deswegen unseren Pandemieplan wieder in Gang gesetzt. Das bedeutet, nach wie vor haben sie unter 3G-Regeln Zugang zum Rathaus, das ist in der öffentlichen Verwaltung gut, richtig und wichtig. Gleichzeitig wollen wir aber das Risiko minimieren von Ansteckungen und deswegen sind alle Termine ab sofort wieder nur nach vorheriger Terminabsprache möglich. Sie können also nicht mehr einfach so hier uns im Rathaus besuchen, es sei denn, es geht darum, dass Sie beispielsweise Papiersäcke brauchen und so weiter. Dafür werden wir wieder eine Lösung finden, so wie wir das zu Beginn der Pandemie eben auch getan haben. Ja, ich hoffe da einfach auf Ihr Verständnis, dass wir diese Regelungen so wieder in Kraft setzen müssen. Wir müssen noch jetzt einige Wochen und Monate durchhalten, um gegen Corona und vor allem jetzt gegen diese Omikron-Variante zu kämpfen. Das beste Mittel ist natürlich, Sie lassen sich alle, wenn Sie es noch nicht getan haben, impfen. Erstimpfung, Zweitimpfung und dann vor allem boostern. Das ist ganz, ganz wichtig. Dazu machen wir Ihnen auch ein Angebot. In der nächsten Woche, am 25. Januar, kommt das Impfmobil hier wieder in die Stadt Bettburg. Sie haben die Möglichkeit, sich an der Bürgerhalle in Königshofen, wir wechseln vom Rathaus in die Bürgerhalle nach Königshofen, weil es dort einfacher zu handeln ist, impfen zu lassen. Und am 15. Februar wird es eine weitere Möglichkeit geben, sich hier in unserer Stadt in einer größeren Aktion impfen zu lassen. Wem das nicht schnell genug geht oder bei wem das zeitlich nicht passt, in unseren Nachbarstädten passiert da auch sehr, sehr viel. Die Angebote sind alle frei zugänglich. Nutzen Sie das, lassen Sie sich impfen. Das ist am Ende der beste Schutz gegen diese vertragte Situation. Dann eine Sache, die mir persönlich noch ganz wichtig ist zum Abschluss. Heute vor 80 Jahren hat die Wannsee-Konferenz stattgefunden. Das ist die Konferenz, auf der am Ende die systematische Tötung von Juden in Deutschland beschlossen wurde. In einer beispielhaften Zusammenarbeit zwischen der damaligen Nazi-Führungsriege und dem kompletten Verwaltungsapparat in unserem Land,
ist eine systematische Tötung in Gang gesetzt worden, wie sie weltweit auch heute noch ihresgleichen sucht. An diesem Tag sollten wir uns mit diesem Thema, wenn möglich, nochmal beschäftigen und uns bewusst werden, dass sowas wirklich nie wieder passieren darf. Und auch wenn aktuell die Politik und der Populismus der neuen Rechten nicht die Qualität hat wie diese Wannsee-Konferenz, am Ende schadet der Populismus der gesamten Gesellschaft. Lassen Sie sich also auch in dieser schwierigen Zeit bitte nicht aufwiegeln. Kritik an Maßnahmen und das Hinterfragen von Maßnahmen ist gut, ist richtig und ist wichtig. Da ist es auch okay, wenn man spazieren geht. Aber bitte achten Sie auch darauf, mit wem Sie spazieren gehen und lassen Sie sich nicht unterwandern an dieser Stelle. Ich bekomme viele Zuschriften im Moment aufgrund eines Facebook-Postings hier, was einige Tage alt ist, und werde da immer wieder falsch zitiert. Ich habe also nicht gesagt, dass Sie nicht eine Meinung haben dürfen zu den Corona-Maßnahmen oder das auch nicht öffentlich zeigen dürfen. Aber bitte achten Sie darauf, wer organisiert solche Corona-Spaziergänge, wer steckt dahinter, was sind die wahren Motive. Und das ist nicht die Kritik an den Corona-Maßnahmen. So viel kann ich da, glaube ich, verraten. In diesem Sinne, passen Sie auf sich auf, achten Sie darauf, ob einer Ihrer Nachbarn vielleicht in einer problematischen Situation ist. Auch da will ich nicht falsch verstanden werden. Vor allem aber bleiben Sie gesund, wir hören uns bald wieder.